Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Ich koche eure User-Rezepte. Heute habe ich ein Rezept von unserem Forenmitglied Janine und zwar machen wir Jägergeschnetzeltes. Ich bin sehr gespannt, ob das so gut wird, wie das im Forum steht. Aber ich gehe mal fest davon aus, denn bisher war eigentlich alles so weit gut, was wir da aus dem Forum gekocht haben. Ja, es gab mal so den einen oder anderen Ausreißer, nicht nach unten, aber so mal zur Seite. Aber das, was ich da jetzt gelesen habe, das klingt so, als wird es richtig cool. Das erste, was wir machen, ist den Thermomix an. Das dauert immer ein paar Sekunden. Und wir brauchen eine Zwiebel, die wir schon halbiert haben, und eine Zehe Knoblauch. Profis unter uns wissen, dass die jetzt zerkleinert werden, die Zwiebeln und der Knoblauch, und zwar wie immer 5 Sekunden auf Stufe 5. Als nächstes kommen 30 Gramm Butter dazu. Wir schieben die Zwiebeln und den Knoblauch, die gehäckselten, zerkleinerten, etwas nach unten und dünsten das Ganze dann 3 Minuten, 100 Grad. Ich mache immer die Varoma-Stufe, weil es da so ein bisschen heißer wird. Also 3 Minuten Varoma-Stufe, Geschwindigkeit 1, das reicht und los geht's. So, weiter geht's. Der nächste Arbeitsschritt, unsere Zwiebeln und unser Knoblauch sind angedünstet. Nun nehmen wir 500 Gramm Schweinegeschnetzeltes, möglichst aus der Oberschale. Die kommen hier ebenfalls mit rein und werden nochmal eine Minute mit angedünstet im Varoma, und zwar im Linkslauf in der Sanftrührstufe. Und nachdem auch das mitgedünstet wurde, ja, also es, oder angedünstet wurde, das ist ja noch lange nicht fertig, kommen 100 Gramm kleingeschnittene Champignons dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch andere Pilze nehmen könnte, ja, Pfifferlinge oder so, oder vielleicht auch ein Pilzmischmasch. Ich habe jetzt halt eben Champignons sowie 3 Esslöffel Tomatenmark. Das mache ich jetzt nach Augenmaß, nach Augenmark. 1, 2, 3. Das hat man so ein bisschen im Gefühl. Ja. Und das wird jetzt nochmal 3 Minuten im Linkslauf auf Varoma-Stufe gedünstet. So, und der nächste Arbeitsschritt steht an. Erstmal hier nochmal so ein bisschen runterstreichen. Das hat sich hier oben schon etwas festgesetzt. Die Farbe ist auch schon mal sehr schön. Aha. Ich zeige euch das mal. Das sieht schon richtig so nach Jägersoße aus, gell? Mehl kommt jetzt noch rein, und zwar 1 Esslöffel. Und dann nochmal eine Minute Linkslauf, Varoma, Stufe 1. So, und damit kommen wir zum vorletzten der Arbeitsschritte, und zwar 300 Milliliter Wasser kommen jetzt in den Kessel, 200 Milliliter Sahne und 50 Gramm saure Sahne. Im Originalrezept stehen 250 Gramm Sahne, aber ich habe zu wenig Sahne. Haben wir alles verbraucht heute schon. Ja? Deswegen nehme ich jetzt saure Sahne. Kann aber nicht schaden. Prise Salz, Prise Pfeffer und das war's. Jetzt nur noch 25 Minuten nochmal Varoma Stufe 1 Linkslauf kochen und dann schauen wir weiter. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich melde mich schon in 20 Minuten wieder, denn wir müssen die Petersilie noch reinmachen. Ja, das heißt, ich stelle jetzt erstmal, ich stelle mal auf 25 Minuten und dann in den letzten 5 Minuten machen wir dann die Petersilie noch dazu und kochen das dann vollends. Also bis gleich in 20 Minuten.
So, die ersten 20 Minuten sind vorbei. Ich werde jetzt einmal kurz abschmecken und dann die Petersilie hinzugeben und dann noch mal weitere 5 Minuten kochen. Ich habe das Gefühl, wir sollten da noch etwas von unserem Suppengrundstock reinmachen. Vielleicht einen Esslöffel oder so. Frischen. Kann nichts schaden. Ja. Salz und Pfeffer kann man immer noch nachträglich reinmachen. Suppengrundstock ist genau das gleiche. Kann immer noch ein bisschen nachgeben. Und Petersilie kommt jetzt noch rein und dann lassen wir das weitere 5 Minuten im Linkslauf Stufe 1 kochen. Und zwar in der Varoma-Stufe. Auf geht's. Bis gleich. Unser Jägergeschnetzeltes ist fertig. Und es riecht wirklich fantastisch. Und jetzt schauen wir mal, ob das Rezept von Janine auch wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Also es sieht auch schon mal echt gut aus. Ich mache mir jetzt nicht zu viel drauf, weil ich habe heute schon so viel probiert, dass ich da wirklich jetzt nur ein kleines Portionchen hier mal verspeisen werde. Mmh. Also, Schweinefleisch wird ja relativ schnell zäh irgendwie. Aber das ist nicht zäh. Ganz im Gegenteil. Das ist butterzart. Und die Soße dazu, die kann sich wirklich sehen bzw. essen lassen. Mit den Pilzen, vor allen Dingen, ich mag das unglaublich gerne mit der Petersilie. Das ist total lecker. Ich finde es großartig. Das ist mit Sicherheit was, was ganz fantastisch zu Spätzle oder Bandnudeln passt und frischen, knackigen Salat dazu. Absolut, absolut empfehlenswert. Ja. Kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich finde es großartig. Ich glaube, ich muss hier doch mehr holen. Aber das mache ich gleich, wenn die Kamera aus ist. Denn ihr braucht mir jetzt nicht beim Essen zuzuschauen. Ihr habt viel Besseres zu tun, nämlich das hier nachzukochen. Ja, da wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß dabei. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video und das Rezept gefallen haben. Und vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare, was eure Lieblingsrezepte aus dem Thermomix sind, die ich unbedingt hier mal für euch nachkochen muss. Und dann heißt es vielleicht demnächst, dass euer Rezept hier vorgestellt wird. Ich bin begeistert. Ich esse jetzt. Guten Appetit und tschüss.